Oh, mein Stick funktioniert wieder. Oder Moment, liegt das am Schwierigkeitsgrad? Schwierigkeitsgrad liegt in BTF. Jetzt vollkommen umsonst Angst gemacht. Seven days after Roxas was given a name and a place in Organization 13, he encountered Number 14, Shion, and the gears of fate began to turn. The organization was made up of nobodies, those without hearts, and their goal was to complete Kingdom Hearts in order to become whole again. To achieve this, the Keyblade that Roxas held was an indispensable tool. As the days passed, Roxas completed his missions. Along the way, he became closer friends with Axel and Shion. The organization had other goal as well, the creation of replicas. They had copied Sora's scattered memories and powers from Castle Oblivion into an artificial replica, resulting in Shion. Riku found out that this is what was keeping Sora from waking up. And Shion was distraught to learn that she was nothing more than a puppet. Axel did what he thought was best for everyone. And Roxas left the organization to find out who he truly was. Shion was determined to return her memories to Sora, so she paid a visit to Naminé. As she neared completion as a replica, Shion asked to be destroyed. And she wanted Roxas to be the one to do it. Trusting Roxas to set free the hearts they'd collected, she returned to the place she belonged, inside Sora.
Let's go! Schönes Lied. Roxas headed the organization's castle, but Riku blocked his path. Upon learning that Roxas was Sora's nobody, Riku unleashed all his powers of darkness to defeat him, paying no mind to the cost. Roxas awoke, ready to start a brand new day of summer vacation. Also diese drei Missionen, fickt euch. Ohne Witz. Ist hier einfach mal der Schwierigkeitsgrad einfach. Den anderen ist das ganze Profi. Alter, was ist das für eine Kacke? Thank you.
Siehst du, das ist so eine einfache Mission gewesen. Und hier verlangen sie was auf dem Schwierigkeitsgrad einfach. In Days sind so schwere Missionen. Da verlangen sie was auf dem Schwierigkeitsgrad Profi. Das ist völlig unzureichend von der Schwierigkeit. Also völlig irrational von der Schwierigkeitsgrad. ...50% Regenbogenbewertung. Okay, das habe ich noch nicht ganz geschafft. Ich muss aber auf Anfänger noch eine Reihe von 27 machen. Vielleicht schaffe ich ja da meine 50% Regenbogenbewertung. Schon mal ein guter Start. Einfach komplett andere Gegner. Ich muss jetzt einmal kurz eine Sache probieren. Nee, es lag nicht am Schwierigkeitsgrad. Das war wirklich vorhin mit dem Stick irgendwie. Aber jetzt hat er sich wieder eingekriegt. Das ist gut. Ich hoffe, es bleibt so. Geht weiter. Es wird wieder absolut lächerlich. Hier soll man wieder irgendwas auf Profi machen. Oder sowas knicken, Leute. Thank you.
Oh, so knapp. Natürlich habe ich jetzt die Kombo verkackt, weil aus irgendeinem Grund irgendwo jetzt es wieder ignoriert werden musste. Was? Hundertsiebzig Gleitziele. Ja, schon wieder diese Sammelkarte. Sie ist von einer anderen Qualität oder was? Habt ihr echt den Macke oder so? Hundert? Wie viele? Das ist lächerlich. So viele Gleitziele. Dunkles Land der Drachen. Arena. Hallo Bastion. Space Pyranids. Ja, du bist schon. Ich weiß echt nicht. Das macht mich wahnsinnig. Lieben gern würde ich einfach jetzt ja, keine Ahnung. Das ist immer noch so fucking weit. Das hier, ehrlich gesagt, das hier sieht für mich nach Recoded aus. Sicherlich, dass Recoded plus jetzt nur eine einzige Welt ist, weil. Ja. Keine Ahnung. Ich meine, die haben ja auch Days recht schnell zusammengefasst. Das nervt mich jetzt schon, dass ich vier Welten nicht abschließen kann. Also, was drei Welten nicht abschließen kann. Naja. Gut, jedenfalls, für heute habe ich erstmal genug. Genug Folter. Beim nächsten Mal. Ja, werden wir uns dann hier um die Welten weiter kümmern. Und ja, mal gucken, wie lange es noch dauern wird. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao.